Militärtransporte mit der Eisenbahn sind trotz des hohen Motorisierungsgrades moderner Armeen unerlässlich. Schnelle, verlustlose Transporte bilden eine entscheidende Voraussetzung für die unverzügliche Gefechtsbereitschaft am Einsatzort. Eine Gruppe des Verladekommandos klappt die Stirnwände um und stellt die Wagenüberfahrten her. Während das Verladekommando die Wagen herrichtet, hat die Gefechtssicherung bereits eingesetzt. Die Waffen bleiben so lange gefechtsbereit, bis die für den Transport vorgesehenen Kräfte auf dem Zug die Gefechtssicherung übernommen haben. Die Besatzungen der Fahrzeuge werden in Mannschaftswagen transportiert. Für jeden Mannschaftswagen sind Wagenälteste befohlen. Sie übernehmen die Wagen und kontrollieren die Inneneinrichtung auf Vollzähligkeit und Funktionssicherheit. Darüber hinaus ist der Wagenälteste für das schnelle, reibungslose Ein- und Aussteigen verantwortlich. Er legt die Reihenfolge fest, sorgt für Disziplin und nimmt die Platzverteilung vor. Der Abruf der Fahrzeuge erfolgt so, dass auf den Marschwegen und auf der Verladestelle keine Stockungen auftreten. Die ersten Kettenfahrzeuge treffen ein. Das Auffahren erfolgt in Schrittgeschwindigkeit, ohne Halt und ohne Drehen. Es wird nicht geschaltet. Beim Verladen von Kettenfahrzeugen auf RRY-Wagen werden keine Überladebrücken benötigt. Auch die Räderfahrzeuge fahren in Schrittgeschwindigkeit auf die Wagen, ohne ruckartig zu bremsen und die Gänge zu wechseln. Wenn nötig, muss der Fahrer das Fahrzeug auf kürzeste Entfernung zum Stehen bringen. Vom Können und der Umsicht der Einweiser und Fahrer hängen das unfallfreie und schnelle Verladen der Fahrzeuge ab. Nachdem alle Fahrzeuge, die technischen Kampfmittel und Geräte befestigt sind und der Zug zusammengestellt ist, werden auch die Mannschaftswagen besetzt. Funkmittel dürfen während der Fahrt nicht eingesetzt werden. Alle Leitungsstellen des Militärtransportes sind durch Fernsprecher über Draht miteinander verbunden. Das Eisenbahnpersonal ist in die Schutzmaßnahmen einbezogen.
Die unmittelbare Sicherung des Militärtransportes wird durch Beobachter auf der Lokomotive, auf dem Wagen und an den diensthabenden Waffen gewährleistet. Herr Hauptmann, der Zug hat eine halbe Stunde Aufenthalt. Die Wagen können verlassen werden. Alles einsteigen! Als letzter besteigt der Transportleiter den Zug. Bei der Durchführung von Militärtransporten ist immer mit der Anwendung von Massenvernichtungsmitteln durch den Gegner zu rechnen. Jetzt hat der Strahlungsaufklärer erhöhte Verantwortung. In den Mannschaftswagen bereiten sich die Soldaten zum Überwinden des aktivierten Raumes vor. Die Besatzungen von gepanzerten Fahrzeugen nehmen in diesen Platz. Während der Vorbereitung der Schutzmaßnahmen darf auf der Lokomotive die Beobachtung nicht unterbrochen werden. Aktivierte Abschnitt erreicht. Geben Sie Alarmsignal. Der aktivierte Raum beginnt. Um möglichst schnell aus der Gefahrenzone zu kommen, wird die Geschwindigkeit des Transportzuges erhöht. Hauptmann, Aktivierung beendet. Auch die Kontrolle des Strahlungsaufklärers ergibt keine Gefahr mehr. Geben Sie Entwarnung. Zu Befehl. Auf Befehl des Transportleiters wird die teilweise Entaktivierung durchgeführt. Ein Offizier hält den Transport an. Genosse Hauptmann, ein Offizier hält den Transport an. Eine wichtige Rolle bei Militärtransporten spielen zeitweilige Umladeräume, die an Wasserhindernissen eingerichtet werden können. Nicht überall sind Materialien für den Bau von Rampen vorhanden. Deshalb wird hier durch Panzerspringen entladen. In jedem Falle ist dafür die Genehmigung der zuständigen Dienststelle des Militärtransportwesens erforderlich. Diese Art der Entladung ist schwierig und verlangt von den Panzerfahrern großes Können. Sie werden nochmals gründlich eingewiesen.
die Panzerfahrer ungenügende Sicht haben, gibt ein Posten auf dem Zug das Zeichen zum Drehen des Panzers. Ein anderer gibt nach der Drehung des Panzers um 90 Grad das Zeichen zum Springen. Innerhalb kurzer Zeit gelingt es, so den Transport zu entladen.